bekomme ich denn hier auf die Schnelle einen Frack her? Das weiß ich auch nicht. Kennt das keinen Dirigenten? Wo bekomme ich denn hier so schnell einen Dirigenten her? Da gehen wir uns einmal in den Zoo. Anna, besser gehen Sie in den Musikverein. Da gibt es die Luft. Dann gehe ich einmal in den Musikverein. Augen zu und durch! Ich brauche aber dringend einen Dirigenten.
Naja, aber was soll denn die dirigieren? Er soll den Frack dirigieren. Er ist dem, damit ich auf den Kaiserball darf. Am Frack? Ja, bekomme ich beim Lambert Hofer. Ist das ein Dirigent? Nein, das ist kein Dirigent. Aber ein Frack kriegst du doch trotzdem, weil das ist ein Kostümverleih. Kostümverleih? Entschuldigen Sie, was genau ist eigentlich ein Frack? Ein Frack? Naja, das ist so ein schwarzes Sakko. Na, schauen Sie, ich habe eigentlich einen Mann. Da hängen so komische Schwänze dran. Und man schaut ein bisschen wie ein Pinguin aus. Dankeschön, sehr freundlich. Ich glaube, das passt gut zu einer Nase. Aber wieso verkleiden sich am Kaiserball alle als Pinguin? Wegen dem Franz Josef Land? Sei wachsam und unauffällig. Die goldenen Regeln des Privatdetektivs. Bist du der Herr Lambert Hofer? Verstehe ich Sie nicht. Nein! Das ist doch. Lambert Hofer. Was ist denn bitte dieses Gebäude hier? Ja. Albertina, was ist das? Das ist ein Museum. Oh, Museum habe ich nicht, nur wenn es regnet. Ja, wenn es regnet, dann können Sie ins Schönberg-Center gehen oder Riesenrad fahren. Ich gehe doch nicht Radfahren ins Schönberg-Center und schon gar nicht bei Regen. Dann gehen Sie ins Kino. Ins Kino? Endlich mal eine vernünftige Idee. Augen zu und zu euch. Ich fahre. Thank you.
Wie soll denn das gehen? Dann wäre das natürlich auch ein Bestattungsmuseum. Es ist ja nicht viel wichtiger, wenn man stirbt, als wenn man lebt. Museum mag ich nicht, nur wenn es regnet. Aber ich bitte ganz gerne mein Glas Wasser, das ich vorhin bei Ihnen hatte. Ja, sei wachsam und unauffällig. Komponiert, die goldene Regel des Privatdetektivs.
Wisst ihr noch mehr von euch? Ja, es gibt noch einen dritten Mann. Aber der hat meine Frage.
Fächer und habe irgendwo in Wienerwald einen Wein entdeckt. Ein guter Tropf. Dreimal täglich und einmal in der Woche fall ich um. Was wird ein Wein sein und wir werden nur sein. Und müssen wir leben, wie es uns sich freut. Woher kommen Sie? Ja, meine Mutter war Werner. Und deshalb trage ich im Herzen drin ein Stück vom alten Ding. Denn Ding bleibt Ding und Saus bleibt Saus. Dann gehen Sie doch zu Haus. Sie sind ja total getrunken. Wo ist denn der kleine Stück? Erst wenn es aus wird sein, mit einer Musi und einem Wein, gehe ich in ein. Und jetzt in der Kölner Brust. Sitze ich ganz verlassen auf einem Stein am Mossen und mit Wein. Ja, kommt der Schlüssel auch nicht finden. Ich kann die Mona Lisa nicht finden. Wie heißt du? Jacques René. Ja. Bei mir heißt Franz. Wie wär's mit einer schönen kleinen Überlandpartie? Klingt gut, aber so werde ich die Mona Lisa nie finden. Thank you.
eine kurze Reise. Bist du Mona Lisa? In Budapest darf mir die Mona Lisa nicht entwischen. Thank you.
Schon vom Kindesbeine befasse ich mich mit Schwein. Auch war ich nie ein Dichter. Horst oder Wetter, Parapluie. Oder der Schweinezüchter. Und poetisch war ich nie. Na gut, 12 Paprika sind ohnehin genug. Die Lippen schweigen. Es flüstern. Geigen. Aber jetzt muss ich weiter. Ich bitte dich, hier zu verleihen. Aber ich suche eine Frau, die Mona Lisa mit einem geheimnisvollen Lächeln. Oh ja, ihr trifft mich nach auf deine fernen Wegen. Geh auf, habe ich gehört. Um Hähnchen gibt es nur Gefeile und ohne Weiber geht die Schule. Und für ein Lächeln von dir hätte ich alles getan. Hallo, mein Freund. Das Studium der Weiber ist schwer. Das kann man wohl sagen. Das ist heute noch das, auf die man reden in so einem Volksfest. Ungarmehl und Haut wie Rosen tanzen, dass sie fressen fliegen. Raute Mädchen aus der Puste zeigen, wie man tanzt. Gut! Haben Paprika im Blut und ich hab Paprika im Magen. Spiel sie mal deine Geige und zeig mir, wie der Bogen tanzt. Thank you.
die Mona Lisa im Stift gesehen? Habt ihr die Mona Lisa im Stift? Thank you.